Großeinsatz der Feuerwehren aus dem Umkreis Flughafen München. In der Nacht von Freitag auf Samstag starteten die Löschmannschaften zu einer Katastrophenübung. Es wurde der Absturz einer Passagiermaschine simuliert. Das Flugzeug, so das Szenario, war auf dem Weg von Antalya nach Amsterdam unterwegs und wollte auf dem Rollfeld des Flughafens München notlanden. Laut Katastrophenübung scheiterte die Notlandung und es kam zum Absturz des Flugzeugs. Die Übung beinhaltete weiter, dass das Flugzeug aufgrund einer nicht näher bekannten Katastrophe Passagiere sowie Reisegepäck im Bereich von Schweig verloren hätte. Ja, also wir haben jetzt mit der Vermisstensuche gestartet. Flugzeugteile sind hier runtergegangen angeblich und suchen jetzt den Bereich und die Areale hier ab. Der Krisenstab koordinierte die Suche nach den vermissten Personen und gab die Suchareale an die Suchmannschaften weiter. Bis 3 Uhr nachts fand die Katastrophenübung statt. Das Resultat war aber durchaus positiv zu bewerten. Ja, der Übungsabschnitt hier im Bereich Schweig war so gedacht, dass also bei diesem Flugunfall, der am Flughafen angenommen wurde, die Maschine im Vorfeld Ladungsteile und auch Passagiere eventuell verloren hatte. Und dabei galt es einfach, mit den Feuerwehren die Umgebung abzusuchen und eben diese Koffer und Personen zu finden. Das Gebiet wurde eben in Sektoren aufgeteilt und von den einzelnen Feuerwehren, die davon aus dem normalen Arbeitsablauf für den Flughafeneinsatz rausgelöst wurden, abgesucht, teilweise auch einiges gefunden. Es gibt nur Restbestände, die nicht gefunden wurden, die werden wir eben dann so noch einsammeln müssen, aber im Ergebnis kann man sagen, dass eigentlich überall die richtigen Stellen auch gefunden wurden.